wunderschönen guten Abend zu unserem Pelzer Stammtisch. Die Partygemeinde ist wieder zusammen und darum soll es auch gehen, nämlich über unsere Diskografie, ne, über unsere Party-Vergangenheit, Disco-Vergangenheit. Welche Clubs waren wir? Viele davon existieren schon gar nicht mehr. Let's have fun. Ich glaube, Jessie, wir müssen anfangen. Wir sind einfach 9 Jahre älter. Ja, das stimmt. Also ich sage mal so, mit 14 bin ich erstmal auf Punkkonzerte gegangen, weil ich Punkrock gehört habe. Hier in der Umgebung, in Kneipen. Also hier gab es eine Grünstädte-Kneipe, die hieß Pupille. Dort waren Konzerte. Dann in der alten Zuckerfabrik in Frankenthal. In der alten Stadthalle in Grünstadt, die es nicht mehr gibt. Die ist schon abgerissen. Und wir waren dann auch immer so auf Abi-Partys, Jessie, gell? So in der Umgebung, ja. Mit so 50, 60. Ja, warum habe ich jetzt, ich bin Standbild. Ja, irgendwie ist es ein bisschen gerade. Ist nicht schlimm. Ja. Ehre tut man dich. Okay. Genau. Dann darf man das gar nicht sagen. Mit 16 haben wir angefangen, in die Disco zu gehen. Also ich glaube, die erste Disco, wo wir waren, war im Fun in Frankenthal. Ja. Und da hat mein Vater uns mitgenommen. Das war ja noch okay, weil der war ja dann beaufsichtigende Person. Und dann fing es eigentlich an, dass ich in die Richtung Jungle, Drum and Bass gegangen bin und die Jessie in die Richtung Techno. Tanz den Schranz. Ja. Ja, also ich war dann immer so in Connex, also im Connection in Mannheim. Dann waren halt viele so Veranstaltungen, Meditation, Future, was es alles so gab, in der Halle 101 in Speyer, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen, also was es so alles gab. Und Jessie, wo warst du? Ich war in Bingen im Palazzo. Die war wirklich so richtig tanztisch. Ja. Papa Fett. Nee, Papa Fett habe ich nie gemocht. Was hast du denn gehört? Gail Sun? Nee, der Frank Lobbeer und Chris Liebing und DJ Rush. Ja, und die Gelsan, stimmt, ja. Ja, und dann, wo waren wir als noch? Im Loft waren wir auch als. Ja, im Loft. Ja. Time Warp. Das waren die Anfänge von der Time Warp, glaube ich. Oder wann war die erste Time Warp? Ich weiß gar nicht. Schon nicht. Das war die Jazz dann alles spanische Dörfer, oder? Aber Time Warp kennst du schon immer, oder? Ich kenn's. Ja, ich war auch im Loft. Aber nicht so oft wahrscheinlich wie ihr. Kennst du die Time Warp? Ja, ne? Gibt's ja halt Aber ich war doch nicht. Ja, es gibt's noch, aber ich war doch noch nicht. Ich war, glaube ich, zweimal. Ne, einmal. Einmal zweimal. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich war auch öfter. Ja. Ich guck gerade, wann die erste. Ah, zweimal war ich, ja. Also man muss sagen, Jessnan, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Jugend, 94, in der Walzmühle in Lu. Ach Gott, in der Walzmühle noch. Nee, also ich glaube, ich war 99 vielleicht. Ich weiß. Ja, du warst in der Erstklasse. Ja, das stimmt. Ja, unsere Party-Vergangenheit hat früh angefangen. Also ich muss sagen, wir waren ab Donnerstags unterwegs. Donnerstag, Freitag, Samstag. Und das wirklich exzessiv jahrelang. Also man kann sagen, so mit 30 sind wir etwas ruhiger geworden. Wobei wir hatten zwischendrin nach Phase, wo ich mein Fachabi gemacht habe. Da haben wir auch so Wochenende, wo wir dann eher so daheim waren. Aber ich sag mal, in unserer Jugend war das so krass in so Kategorie unterteilt. Du hast genau gesehen, das sind die Techno-Leute, also ich sag mal die Schranzer. Die Männer hatten du all diese Tellerfrisur oder generell die Frisur, die das Sven Fehd hat. Mit deine ausgestellten. Und also hohe Buffalos, ja, oder? Die hohe Buffalos. Da bin ich, da war ich raus. Bin nicht so groß genug. Ausgestellte Peschhosse. Ja, dann hatte ich auch. Energy. Energy war die Männermarke von Miss 60. Hatten die so enge T-Shirts mit so Tribals on. Also, das waren eigentlich so die Tagado, die Schranzer. Und die Drum and Basser hatten halt eher so Baggies on oder so ganz weite Schlaghosse. Und eher so bunte Sache und auch so Holzpellekette. Ja. Dann gab es die Hausleute, die waren immer so feuergezogen, eher so schick mit hohen Schuhen und Kleid und so. Oder G-Star-Hosse, die Männer, und dann auch so enges Energy-Shirt.
Dann gab es noch die Hip-Hopper, die hatten dann Fubu, Sauspul, Pelle Pelle, was es halt gab, die richtig breite Hosse und die Trikots drauf oder Weide-T-Shirts und die Skater-Schuhe drunter und so Beanie-Caps oder sowas. Was gab es noch bei uns? Das waren eigentlich so die vier, ne? House, Techno, Jungle, Hip-Hop. Gab es noch was? Ja, Ne, vielleicht so das war's. Mettler, Rocker. Ja, Aber die gab es auch ganz, noch, ja. aber Doch, klar wenig. gab es die. Die hatten wie, die waren immer gleich. Lange Ja. Haare, Zopf, schwarze Ohrgezoge. Also bis heute sehen die gleich aus. Aber es gab natürlich noch so die Musikpark-Pflaumebaum-Gänger. Ja. Waren eigentlich immer so Ohrgezog, was gerade so im Trend war. Also eher schon so ein bisschen 0850, kann Ja, man das sagen. stimmt. Ja. Halt so mäßig. Ja, das waren eigentlich so die. Und am besten waren immer so die Underground-Partys. Aber ich muss sagen, wir waren ja auf allem unterwegs. Und also gerade so im Techno-Bereich, damals war das Palazzo natürlich die Nummer-1-Adresse. Aber das U60 auch in Frankfurt, ne? Ja. Das war so eine U-Bahn-Station ohne. Ich war da einmal mit der Jessie, ich habe gesagt, Jessie, also das Also ist selbst ich habe krass. Angst gekriegt, ja. Alter, du ist Annie rum. Die hat ausgesehen, also vom Style her wie die Aggie, da ist sie so rumgehüpft. Ui, 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 so hat die gemacht. Ich habe gesagt, Alter, Jessie, her. Das ist ja schlimm. Ja, also in Frankfurt gab es noch Dorian Gray und Omen, aber das war auch nicht mehr unserer Zeit, also da war ich nicht. Aber das Sven Veth hatte damals seinen Club, das Cocoon. Cocoon, ja. Da war mal Pamo drin und es war ganz krass. Der hatte eine Statur von sich vor dem Club, ne? Also so eine Statur, die sah aus wie er. So, ich weiß nicht, was das Ja. für Material war, so Keine Ahnung. das Metall war oder Stähl. Also wie das Cocoon aktuell war, da war ich so 16 rum, da bin ich schon noch eine oder 15, 15. Jetzt so ja, 17, 18 Jahre her, kommt dann wahrscheinlich hin. Da wart ihr Ja. dann so Mitte 20 oder so, Genau, ich ja. durfte da dann noch nicht rein. Und dann, also in Frankfurt schon mal gleich gar nicht, von meiner Mutter aus. Weil ich hätte Also, mit 16 vielleicht noch mal mit so einem Mutti-Zettel oder so, ja, aber. nee, also bei uns war das so. Also, das war noch nicht so streng, dass die immer der Ausweis verlangt haben. Und damals hatte ich auch noch nicht diese Karte do von Ausweis. Und eine Zeit lang ist es gut gegangen, dass sie mal so reinkommen. Und ich bin dann aber 8 Mal mit dem Taxi von meinem Heim gefahren. Weil ich halt nichts dabei hatte. Und dann haben wir uns, damals ging das noch, einen Schülerausweis gefälscht. Ja. Aber das kann ich halt nie mehr. Da hat schon noch so ein Papierschülerausweis, wische. Ja, das kann man ja sagen, ist verjährt. Wenn sie uns jetzt belangen wollen mit 40, bitteschön. Also es ist Erde schon fetzisch, hallo. 24, ja, ist schon 25 Und Jahre schon, her. ja. Ach, das ist schon verjährt. Ja. Ja. Und dann hatte man das und dann sind wir eigentlich überall reingekommen, oder? Ja. Ja, aber ich sag mal, die Techno-Szene war schon krass. Also, da gab es auf der Endeszeit die Discos, aber dann gab es halt auch, wie gesagt, so Partys wie die Time Warp. Aber da gab es noch mehrere so Partys, oder? Hafetunnel, Hafetunnel. Warst du Domo? Ja. Wo waren das? Ich glaube, der Hafetunnel ist es nicht, glaube ich, in Mainz oder auch in Frankfurt. Da war ich nie. Ja, also gehe ich einfach ellenlang in so einen Tunnel runter und dann irgendwann, ich war nicht mal bis ganz am Ende vom Tunnel, weil der Tunnel sich so weit gezogen hat und die haben kontrolliert ohne Ende. Echt? Ja. Aber dann war, was immer noch ist, ist ja der Law Family Park in Frankfurt, ne, in Hanau. Der ist ja immer noch. Und früher gab es noch was, das hieß auch Law Family. Das weiß ich aber nicht mehr. Ah, das Kinka Mea Mea in Ah, Frankfurt. da war ich leider Das war auch nie. noch bekannt. Und, also ich war dort auch nicht, aber ich war im Beach Club. Der war auch schön. Ja, ansonsten, Drum and Bass war man halt eher auf so Partys. Aber wie gesagt, im Connexus war die Adresse Nummer 1, dann im Loft waren zum Teil 8 Drum and Bass Partys und im Siebener in Mannheim waren 8 Drum and Bass Partys viele. Und wenn ich überlege, dann hatte man Hip-Hop, das hat ja so Ende der 90er, 2000 total die Hochzeit. Also da war man viel auch unterwegs. Also wir waren alle zusammen dann irgendwann auf Hip-Hop Ja. und dort war auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, jeden ersten Freitag im Monat oder so war im Broadway Jam FM. Jam FM Party.
Dann war in Heidelberg, gab es einen Club, der hieß Nachtschicht und der ging auch so die Treppe runter. Dort war Hip-Hop-Party, ich glaube Donnerstags, wenn mich Gab es nicht da nicht alles noch einer täuscht. so in Heidelberg, der hieß Swimmingpool oder so irgendwas? Das war der Schwimmbadclub. Ach, Schwimmbad, Aber das der Schwimmbadclub hat mehrere Swimmingpool. Floors und da war Ah. nicht nur Hip-Hop. Ach so. Dann hatte man das Village Mhm. in Baden-Baden, das Krypton, Heidelberg-Sandhausen. Das war halt schon richtige krasse Club-Schalima. Das war so ein Club, das sind schon die dunkelhäutige Amis waren da viel auch und auch mit Waffe und so war du als. Aber wir waren da jeden Samstag. Wir haben da Peace Out zwischendrin gedanced. Im Krypt, ach, im Krypton, oh, Ja. ja. Dann war, ich überlege gerade, Orange Club in Mannheim. Dann VIP hieß es ganz früher. in Saarbrücke die Kufa. Die Kufa. Ah, nein, nicht die Kufa. Doch, die Kufa, du hast recht. Ja, die Und dann sind wir da Kufa. also nach Weinheim gefahren, wie heute das gehieße. 65 oder nicht? Nee, das war auch so ein Club in Weinheim. Ja, ich erinnere mich. Du hast alles das Ding aufgelegt, gell? Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ja, doch, ich weiß, in Weinheim war ein Club, ja. Ich komme nicht mehr drauf. Ich bin immer die ganze Ich Zeit beim nicht. Board. Wäre auch irgendwas mit B, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ja, aber das stimmt, in Weinheim. In Kandel war Joach, das war doch so A65 in Kandel. Da war auch manchmal so Hip-Hop-Night. Naja, 65 war doch ein Laut. Naja, stimmt, Kandel, ja. War in Kandel. Ja. Und was war ein Lautre? Da war doch auch irgendwas. Da war doch die Nachtschicht auch, hieß das. Nee, nicht Nachtschicht. Doch, Doch. Nachtschicht. Nee, ganz früher gab es da Nachtschicht. noch was, das war da, wo der Möbel Martin war. Und Ja. später war da ein Kegelsender. Ja. Ist A6 oder A5? Riverdance. Ach, Ganz Riverdance. früher hieß das Riverdance. Oh Riverdance. Gott. Ja, ich glaube, da war auch also nur Hip-Hop. Ach, und in Lautre war doch da, wo du Die immer abgegangen Markthalle. bist. In der Markthalle. Oh, Schalima. Da war ich auch einmal. Ja? Das sind halt so viele Black Beauties. Ja. Du, Jessie war du, die war begeistert, du. Ja. Und auf Haus, das hatten wir, glaube ich, die letzte Woche schon. Da waren wir in der Lagerhalle auf der Boogie Bar, ne? Ja. Aber wir hatten so Phase. Wir waren eine Zeit lang nur in Lautrona unterwegs. So sind wir immer ins Hahnefass zum Vorglühe. Ja. Dann sind wir in der Pflaumebaum und in die Markthalle. Und eine Freundin von uns hat dort auch ihren Mann kennengelernt. Ne? Die Paula hat geheiratet dann und ist dann auch nach Amerika mit dem. Und meistens danach noch der Markthalle, noch ein Pflaumenbaum, wenn es noch gelangt hat, sind wir dann noch in die Nachtschicht. Ja, also du müsst mal, also für den Pflaumebaum in die Nachtschicht muss man schon besoffen sein. Das haben wir anders nicht ausgehalten. Ne. Also ich sag's euch mal, ich kann immer zu meinen Storys kommen, Ja. also ich weiß gar nicht, also es gibt gar nicht so viel, aber also so Großraumdiskos war ich halt auch, Musikpark, ne? So Ludwig oder wie das heißt in Mannheim, Da war ich auch. nee, nicht in Mannheim, in der Waldsmühl, du. Da war ich mal auf so eine Schwule- und Lesbe-Party. Da waren wir auch warme Nächte, oder? Nee, ich Nee. glaube, bei mir war das die Himbeerparty. Anne, die war in In der der Feuerwache. Feuerwache. In Ah, der alte nee, ich weiß nicht. Feuerwache. Uff. Alte Feuerwache. Ah, ich weiß, wie die hieß. Die, Ludwig, die hieß Gays and Friends. Ah, Ah. ja. Ja, also ich weiß nicht, das habe ich einmal gemacht und nicht, dass es mich stört, also auf gar keinen Fall, nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, sondern es war dann eher so, ich hatte da so meine Phase und habe gedacht, okay, ich will mal irgendwo hingehen, ohne Orgelgrabe zu werden. Aber dann um eine gewisse Uhrzeit habe ich gedacht, jo, jetzt stehe ich allein da und keiner grabt mich aus, ah, scheiße. Also war dann auch ein bisschen blöd, wie ich nicht mal so ein Flirty-Flirt oder so, also muss ja jetzt nichts gewesen sein, manchmal muss ja, wenn man sich so unterhält, mit ein bisschen Orgelgrabe oder so. Dann, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich wirklich so groß, also ich war auf so kleine Partys, so in Grünstadt, Aslim, was weiß ich, kann ich schon gar nicht zählen, ja. Aber El Paso war ich früher, das war do in der Nähe, wo der Messin do ist, irgendwo do war es El Paso früher. Ah, oh, ja, weißt du was? Ich war das nicht dort, wo jetzt halt der Chines ist, der Kanton im Bisnebetrau. Doch, kann sein, ja. Lucky Aber Punch oder jedenfalls, was? Lucky Punch hieß das ganz früher. Ja, und bei mir hieß das El Paso. Du war ich aber einmal nur kurz und das wussten auch meine Eltern nicht, weil da bin ich oben noch durch die Gegend geflatscht so.
Und du musstest ja auch keinen Ausweis zeigen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich war halt total der Hip-Hopper. Also gar nicht weiblich angezogen, sondern ich hatte immer Baggies an und ein T-Shirt aber drauf, weil mir ging es wirklich nur um die Musik und ums Dance. Also ich habe da weder gesoffen noch geraucht noch sonst irgendwas. Also ich war da nur, weil meine Freundinnen vom Tanzen da waren und die waren halt ein bisschen älter und wir haben da eigentlich nur abgedanced. Wir haben da so Choreos, ich meine, die Choreos einfach auf eine andere Musik getanzt, dann die, die gerade lief. Also total bekloppt, aber Ärger habe ich dann trotzdem gekriegt, wie einer, wo voll gesoffen heimkommt, so auf die Art, ne? Auf jeden Fall, aber ja, aber da war ich auch noch so unter 16 oder vielleicht gerade so in die Richtung, ich weiß es nicht mehr genau, aber da war ich halt noch relativ jung, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber dann, so wie ich dann 18 war und hätte ja offiziell weggehen dürfen, war ich gar nicht sofort. Also da haben sie mich wohl mitgenommen in die Nachtschicht, da habe ich gedacht, jo, also. Und zu meiner Zeit war das auch noch, dass man, oder ich weiß nicht, oder war gerade die Zeit, wo du auch in die Nachtschicht immer mit hohen Schuhen reingegangen bist. Also ganz wenige waren du so, also Jeans, ich hatte immer hautenge Jeans aus, so trägerloses Top und so riesiges Kett mit Strassstern oder irgendwas so und hat dann immer noch so übermäßige High Heels, weil du bist als Frau teilweise auch gar nicht mehr, aber gut, es ist ja nochmal 10 Jahre später, wie ich schon 18 war, wart ihr schon Richtung 30, dort bei euch Wir schon hatten einmal aufgehört. hohe Schuhe. Ich nicht. Ach so, okay. Die schone ich immer. Ja, genau, also, weil ich weiß gar nicht, bei uns, das war ganz selten, dass du musstest du echt Glück haben, dass du als Frau no normal reingekommen bist. Ach so, nee, aber bei uns ist jetzt nicht der Fall. Doch, man musste, du, teilweise gab es hier in Mannheim auch Clubs, Kleiderordnung oder was? früher hieß das Ritz, das ist aber jetzt, glaube ich, Cubes. Und das, was, du war noch so einer neben dran, so ein Schickimicki-Lade, so ein bisschen größer, den gab es ja die ganze Zeit noch, bis Corona kam. Also wir Wie waren hieß denn immer der? schickimicki angezogen, wenn wir fortgegangen sind eigentlich. Außer jetzt auf Drum Bass, ne? Also du jetzt Ja, nicht. also klar, du kannst jetzt auch nicht mit High Heels kommen. Die hätten dich dann ausgelacht. Aber ja, jetzt ist es, oder zum Beispiel, was du sagst mit Techno und House und so, mit Schlaghose und Ah, Doggers und so. da war man nicht mit hohen Schuhen. Also ich war da ja Nee, nicht, aber aber der du, das Percy. ist zum Beispiel bei uns gar nicht so. Also, weil ich war ja bis vor ein paar Jahren noch ein bisschen so Techno-Partys mit feiern auf dem Hafen und es ist jetzt halt total okay. Hafen ist eh so sommermäßig und die sind halt so das, was man manchmal so sieht, ne, mit so Strassstelle hier und hier und dann haben die ja so Strassstelle über die Brust und nur Netzstripper und dann schwarze BH drunter oder nur so, so ein Slip und dann so ein Rock oder so, Kleid, ne, und ja. ja, oder Netzkleid und nur so ein Bikini-mäßig drunter und dann die Strassstelle und dann haben die ohne immer diese Dr. Martens oder so oder ja, halt so bootmäßig. Das ist jetzt so der Techno-Trend. So total hip oder ja, und bei House war mir halt, ich war auch House-Partys, aber du war mir auch eher so Hip-Hop-lastig, ne, mit so Baggy oder so Jogginghose-Baggy und so. Aber wie gesagt, also ich kann es wirklich an der Hand abzählen, wo ich in den Clubs war. Also deswegen, ich kann jetzt gar nicht so viel mitreden. Also ich war schon einmal drin, aber ich war jetzt nicht exzessiv von Donnerstag bis Samstag feiern. Also das auf gar keinen Fall. Das war vielleicht einmal im Vierteljahr, wenn überhaupt. Weil halt bei mir war halt der Fokus immer, Auf also nur Tanze. Schul, weil ja, es war jetzt keine Schule, aber aus der Schule heim, esse, Stunde schlafe, tanze bis um 10 und das war am Wochenende. Und da war dafür halt irgendwie gar kein Platz in meinem Leben. Manchmal, also jetzt so, ne, wo ich hier Einweihungsparty gemacht habe, sind wir dann auch nochmal ins Chaplin oder ich war immer im Schneckehof hier in Mannheim oder so, auf 90-Partys gehe ich halt gern. Würde ich ja heute Cola-Puff. nochmal. Ja, aber ich muss das ehrlich sagen, also so Schneckehof, 90er-Party. Würde ich einfach so aus Spaß, ja, jetzt mit 32 würde ich einfach aus Spaß gehen, weil es einfach Fun macht, weil es Outdoor ist, weil ich muss auch sagen, dieses enge, ich war mal um Cubes in Mannheim, das ist so ein ganz kleiner Club, du gehst ja die Treppen und nach Ritz hieß das, glaube ich, vielleicht zu eurer Zeit noch. Auf jeden Fall, der Tiffany's geht so, hieß es, ne? Ist es das Tiffany? nee, das ist 3 Straßen weiter, Ah, ist okay. Tiffany. Ja, im Tiffany war ich schon nicht, du wollte man mal nein, da sind wir nicht nein gekommen. Ich glaube, da waren wir einfach nicht edepetete genug, weil das ist ja so ein richtiger, also zumindest vor 3, 4, also zumindest vor vier, Kann ich fünf Jahren, mal, wo ich ich dabei muss war. wirklich gestehen. Ich weiß nicht, ich war oft besoffen. Also Ja, aber es war, also wie wir dort waren, da hätte ich müsse vor 5 Jahren, da hätte ich müsse im schwarzen Mini mit der Lackschuh, Lack High Heels kommen und der nee, das war Prada so Tasche. nett. Also, weil das, ihr müsst ihr bedenken, das ist ja auch alles jetzt viel später Ja. und du war, ist auch,
die welche, den Tiffany gehen halt nur so Neireiche, wie ich die nenne, Ach oder so, so nee, da waren wir nicht im Neireiche Tiffany. Studenten. Oder zum Beispiel die Influencer habe ich da jetzt letztens, ich muss den Namen nicht nennen, aber eine Blondie-Influencerin, die Ja. einige unter uns kennen, die hat sich zum Beispiel den Tiffany Club gemietet und hat da Pink and White Party draus gemacht. Aha. Wo ich mir halt denke, ja, okay, also gut, die kannst du machen, aber wofür das Ja gut, alles man hier? muss Also. dazu sagen, Mannheim ist ja die Elite-Uni für BWL-Studente. Und der klassische BWL-Student ist ja der zu unserer Zeit, wo dann der Rollkrage vom Polo hochgestellt hat. Dann, Ja, was weiß genau. ich, die Rolex-Uhr am Arm So hat, welche hocken da der drin, genau. Porsche, ne? Aber oftmals auch alles geleast. Also mehr Show, als dass das überhaupt was ist, oftmals. Aber ich kann ja halt dieses Erdrückende gar nicht mehr so haben. Ich weiß nicht, Nee, wie ich euch auch das nicht. geht. Ich könnte es auch Deswegen, nicht also wenn haben. jetzt nochmal zu einer mir sagt, komm, wir gehen in den Club. In den Club wird vielleicht schwierig. Also ich zum Beispiel Großraumdisco, dieses Nachtschicht, Musikpark, das ist gar nicht so mein Ding. Weil ich habe das gehasst. Du bin ich dann nein, ich wollte den Hip-Hop-Laden da, ne? Dann ist aber wie blöd, sorry, es muss ich gerade muss so sagen, da, wo die eigentlich also rumdancen oder was für mich Hip-Hop-Tanze ist, ist halt nicht nur der Rechts-Tipp und der Links-Tipp und das Glas rechts und links geschoben und die Titte raushänge, weil die hatte ich halt nie, ja. Für mich war halt, ich gehe in die Disco und in Hip-Hop, weil ich dort tanzen wollte und dann steht in der Nachtschicht in Lautre mit dem, also im Hip-Hop-Raum, der größte Drese ever. Ja, Also das der Raum stimmt. besteht hier aus mehr Drese wie aus Ja, Fläche. ja, ja. Und dann hast du halt noch so diese Sitzlounge so außenrum. Ja. Aber sorry. Und dann gehe ich in das Haus, wo die da nur auf einer Stelle huppen wie so ein Vollidiot. Ja, also sorry, dass das so da. Damals war das ja noch so. Jetzt ist das ja auch alles mit House Dance ein bisschen weiter oder was weiß ich. Was weiß ich, da habe ich mir gedacht, und da sind riesige Flächen, die stehen eigentlich nur so doof, weil die hätte ja auch gelangt einfach nur. Also, Ja. ich verstehe sowieso nicht, warum er da so einen riesen Dresen baut, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall, das war dann nie so mein Ding. Und dann in diesem besoffene Volksowski-Do, Schlara-Paradies, das war ach, gar nicht mein Fall, da bin ich nie nein. Und deswegen, irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen, so Clubs sind dann doch eher was für mich, weil du weißt ich, okay, heute oben ist Black Beats oder so, oder was weiß ich, ja genau, dann war ich auch mal zeitlang. War ich dann also ein bisschen, wo ich mich vielleicht gesucht und gefunden habe, da war ich dann einmal auf Reggae. Also wie ich auf den Trichter gekommen bin, weiß ich gar nicht. Da war ich Oh dann nee, das ist mir zu Nevam chillig. Sivana. Nee, nicht Reggae, sondern so ein bisschen Dancehall-Reggae, so Ah, gemischt, okay, so ein ja. bisschen, ne? Genau. Da war ich dann erst so auf die Phase. Da war aber dann, ach, ich bin dann nicht in Sivana, sondern nebendran war es Route 7. Und da haben die dann halt im Dancehall immer mit ihrer. Die hatten dann, also die waren ja so ein bisschen hip-hoppisch-mäßig eigentlich angezogen. Aber die hatten dann immer noch so in der Hintertasche, so, weil die waren ja dann auch so groß, die Tasche, ne, von den Baggies, hatten die so Handtischelche. Und da hände war irgend so ein Dance, da haben die dann alle mit der Handtischelche so getanzt. Ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht mehr sagen, es war schon so lange her. Da war ich so 20 rum, da ist jetzt auch schon 12 Jahre her. Und dann bin ich hier mal umgezogen, nur Waiblinge, also Richtung Stuttgart dann. Und da war man dann, Armo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Perkins Park. Und da war ich auch, muss ich ehrlich sagen, donnerstags schon, weil meine Freundin, die ich dort hat, ja, die ist halt freitags immer abgereist, weißt du, weil die hat als Abo anders herkommen und dann ist die o freitags obens halt immer zurück. Und manchmal ist sie auch da geblieben, da waren wir dann auch nochmal samstags oder so. Aber ganz, ganz selten, dann sind wir immer donnerstags gegangen und haben wir freitags, weil wir hatten so, freitags war so ein bisschen chillig da, morgens schon Kunstgeschichte, da haben wir so da gehockt. Nicht Kunst, Tanzgeschichte, so. So geschlafen mit offener A. Aber wir haben doch gar kein Alkohol getrunken, sondern wir haben doch eigentlich nur Red Bull. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn du dann 4, 5 Red Bull hinter der Ja. Hosch kannst du ja nicht mehr richtig pennen, ne? Und dann haben wir doch so gehockt, so, wenn es dann hochlässt, ja. Aber das war schon cool. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt eigentlich so großartig. Mal, dann wollte ich hier nochmal, ich weiß nicht, nur im Schneckehof durfte man dann, manchmal war an der Eintrittskarte noch so Zwetti-Eintrittskarte, so ein Schnippel drauf, dass du noch in ein anderes darfst, wie zum Beispiel beim Hafe, war es immer so, beim Hafe durfst du nur noch, weil Hafe geht immer nur von 15 bis 21 Uhr. Und dann durfst du noch mit der Karte oder mit dem Schnippel dann noch einmal, durfst du dann noch mal ins Loft. Weil das gehört, hat ja früher zusammengehört. Das war dasselbe Besitzer, glaube ich. Aber das Loft gibt es nämlich, gell, das zu jetzt, Die glaube Luft ist ich. zu.
Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Und dann sind wir Arm und der Haar von oben noch ins Loft. Aber da war ich schon älter. Das war jetzt vielleicht vor fünf, das war jetzt vielleicht, ja, oder Lost Civil Your Hair, da war ich schon so 25. Aber es war eher so, bei mir war das so phaseweise, nicht so exzessiv vielleicht wie bei euch, du. Weil halt immer das Tanze irgendwie im Also ich Vordergrund sag mal stand. so, also mir haben nix Ohr brennen lassen. Ne. Wirklich nicht. Also Ne. wir waren von 16 bis 30 wirklich jedes Wochenende fort, fast. Wie gesagt, also in der ganz jungen Jahre donnerstags Ohr gefangen. Mit 30 wurde es ein bisschen weniger in deinem Alter. Du warst mal also mal in Frankfurt im Gibson, ne? Ja. Als mal unterwegs oder so ab und zu, also mindestens, sagen wir mal so, einmal Monat war man auf jeden Fall fort oder zweimal. Während meiner Studentenzeit war man natürlich viel auf Studentenpartys, sei es in Saarbrücken oder sei es auch in Worms, ne? Ja. Also in der Tab und alles möglich. Also wir haben wirklich alles mitgenommen. Das stimmt, ja. Aber ich musste zusagen, mir waren nie so Tussis, die jetzt der Type abgeschleppt hätten oder so, gar nicht. Also Nee, nur ums Feiern halt, ne? wir haben Tanzer, ja. gesoffen, wir hatten eine Phase, da haben wir in jeder Bar die Tequila leer gesoffen. Boah. Zweck des Schwur. Wir haben über die Nacht eine ganze Flasche Tequila gesoffen. Also nicht die Jess und ich allein, sondern mit der Gruppe, wo wir dort waren. Das war so schlimm, ich kann keinen Tequila mehr sehen. Wenn ich Ich das auch nur nicht. rieche, ach, ne, Ja, geht gar Dito. nicht. Also wirklich, wir haben wirklich schon gefeiert. Also, pff, das war wirklich schlimm. Also, was ist schlimm? Wir haben immer aufeinander aufgepasst. Nie hat einer was Schlimmes gemacht. Wie gesagt, wir haben auch nie Typen abgeschleppt. Wir waren eher immer so die Gruppe, die in der Ecke stande hat und wahrscheinlich eher so die Außenseitergruppe war von Weiber. Wir haben immer unter uns gefeiert und haben uns halt so kaputt gelacht. Und das Joe und mir wurde halt immer langweilig. Die Jessie war so wie du sagst, da ging es ums Tanze. Die hat als auf der Tische gestanden, die hat an der Stange getanzt. Ich sah das, Im also Käfig. im Käfig getanzt. Im Krypton gab es Käfische, da hat die im Käfig gestanden. Die Jo und ich, mir uns wird immer langweilig. Ja. Und zum Beispiel in dem Markthall, das weiß ich noch genau, da waren ja so viele Amis. Und dann sind wir aufs Klo. Und dann haben wir uns einen Spaß gemacht und haben der Klofrau geholfen, Geld zu verdienen. Also das heißt, jeder, der vorbei ist, haben wir gesagt, nein, 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 erst mal bezahle. Und manche haben wir 5 € aus der Tasche gezogen oder sonst was. Und alles, der Klofrau gibt, ne, die hat das Geschäft ihres Lebens gemacht, wenn wir dort waren. Und die Joanna hat immer die Gewohnheit, der gefühlt hässlichste Mensch in dem ganzen Raum zu sprechen, egal ob Frau oder Mann. Weil ihr das so leid getan hat, weil die do allein gestanden hat und hat dann die Person bei uns abgestellt, also bei Ja. Jessie und bei mir. Ja. Ja. Oder was wir auch gern gemacht haben, wir haben dann irgendwelche freakische Typen auch gebabbelt und die Jessie aufs Arsch gedreht, dass die mit denen tanzen muss. Oh, wir waren wirklich schlimm. Oder die haben sich als von den Männern die Sache Die ausgeben lassen. Getränke bezahlt los. Also, Also wenn die waren jetzt ja einer selber kommt, blöd, also. ja, wenn einer Also die kommen Männer. ist. Und hat gesagt, Eier, kann ich dich einladen? Ich gerade bei Hip-Hop und so, ne? Kann ich dich Ja. einladen? Und dann haben wir gesagt, ja. Und wenn er gesagt hat, komm, wir gehen an die Bar, haben wir gesagt, ja, aber wir sind nicht allein. Und haben alle Weiber mit dazu gerufen. Ja. Und dann waren da 4 Leute. Und für die 4 Leute dann, keine Ahnung, Tequila oder so. Oder Red Bull für mich, ja. Aber Ja. ja, der muss einmal lachen, weil wir hatten abends so Gespräche gehabt über, wie so Partyleben war. Dann macht der Jo, du als Frau, du bist wahrscheinlich mit 50, mit 20 Euro in den Club gegangen und mit 50 wieder heimkommen, so gefühlt. Aber ich schwör's euch, es war tatsächlich so, ich habe in meinem Leben kaum was selber bezahlt, wenn es so um Clubs ging. Klar, ich sag mal so, ne? Nachtschicht, wenn du dir Eintritt bezahlt hast, du doch einmal Ja, so die auf Karte. der So Karte, Karte, ja. so. Und da war doch immer so ein Bonus, so Guthabe drauf, dann von Anfang an schon. Oder 2 Freigetränke oder so, Ja. ja. Gut, die habe ich ja dann in dem Sinn bezahlt. Aber meistens, also ich kann euch genau sagen, wie es ist. 6 oder 8 € war ja, glaube ich, damals Eintritt, zumindest in meinem Alter. Und dann hatte ich so die Freigetränke oder Ends oder so. Ich weiß es gar nicht, wie das alles war. Da gab es ja immer so specialmäßig anders, Ja, ne? ja. Auf jeden Fall. Und dann habe ich vielleicht noch ein Getränk bezahlt. Also es war tatsächlich so. Ich habe, wenn ich fortgegangen bin, habe ich nicht mehr wie 20 € gebraucht. Bei uns, ich kann es gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Also muss so, muss so. Also es war schon so, dass wir eine Runde geschmissen haben, untereinander dann, ne? Ja. Ach so. Ne, also dass zum Beispiel ich gesagt habe, ich schmeiße rund Tequila, dann die Joe, dann wer halt noch mit dabei war. Wir waren ja meistens größere Gruppe von mindestens 5 Leuten oder mehr.
Aber damals hat ein Tequila 1 € gekostet, oder, Jessie? Ja. Das war ja Ach total gut, bei mir war das günstig schon auch. 3,50 oder 4 Euro. Nee. Oder sagen wir mal 2 9,50 Euro. Also, Euro bis 2, wenn so glaube ich. Aktion, da gab es auch, wie du sagst, so Aktionsgetränke und oftmals war dann die Tequila für 1 € dabei oder das hat einmal 2 € gekostet, aber das waren ja noch nicht die Preise wie heute, um Gottes Wille. Also, da hast du keine wirklich noch gesagt, du gehst feiern. Vor allem, du musst mir überlegen, zu unserer Zeit wurde ja in den Clubs noch geracht. Ja. Und ich In denke meiner mir heute, Zeit auch. ja, oh, ich denke mir, heute ist schon die Luft stickig und dann wurde damals noch geracht, ne? Ist auch krass, wenn man sich das so vorstellt. Aber bei mir hat es dann, Ja. glaube ich, langsam aufgehört. Bei uns war es dann so, dass im Loft zum Beispiel, genau, da musste man dann einen Raucherraum extra haben. Und da war dann ein Raucherraum, aber ehrlich gesagt, du konntest ja gar nicht reingehen. Ach Gott, du konntest ja die Luft dann schneiden. Das war ja dann extrem in den Raucherräumen. Oh ja. Aber so 90er-Party, wie du sagst, du warst mir auch und zwar in der Garage in Saarbrücke war man da öfter, Jessie, ne? Wenn das so 90er-Party oder so war. Die waren mal, also die Garage war immer schön. Das war so ungefähr wie die alte Feuerwache in Mannheim, ein Ja. Flur. Und das war ganz gut, nur ein Nebenraum. Das war auch ganz immer heimisch, so ein bisschen irgendwie. Man hat sich wohl gefühlt. Also es war kein so Ja. Großraumdisco, sondern eher so ein Flur, Und wir ja. waren eine Zeit lang wirklich immer auf schwule Partys. Ja. Also immer auf die Himbeerparty, dann auf die, im Gehwerk, im Connex, also über Christmas Jahre. Gehwerk Party, was für sich. Ui. Aber schau dir mal, ich sah das mit uns konnte schon nicht weggehen, weil am Schluss haben wir durch die ganze Himbeerparty eine Polonaise Ja. veranstaltet. Wir sind dann weggeschieden, haben alle mitgenommen. Oh, und ich war halt so besoffen. Und ich habe damals noch, also bevor ich studiert habe, hier im Klamottenladen geschafft. Und ist mir schon passiert, dass dann jemand kumme ist, weil ich wahrscheinlich dem gesagt habe, ich schaffe do und do, ne? Dann allertags kumme, ah, es war so lustig, dies und das. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wer das ist. Ja, uff, was mir alles Ja, geschafft denn. also so krass war das wirklich nicht. Also klar, manchmal merke ich so innerlich, ich würde gerne mal wieder feiern gehen. Aber mit wem soll ich denn jetzt gehen? Ja, wieso mit dem Angelo? Ja, das ist ja auch schon euer Liga. Der meinte, der hat doch keinen Bock drauf. Ach komm, der Angelo, das ist doch so all die Ja, aber Party. das ist ja wie wenn ich zu dir und zu Durschlitzer, alle ziehen euch aus, Also Jessie wäre Freitagabend. dabei. Ich werde dabei. Ja, Mit die okay, geht's, gut, dann tanzt der Urschel, dich Schwinge. nehme ich beim Wort, sag ich da. Nee, aber jetzt, aber ich weiß auch nicht, ich muss euch auch sagen, das Einzigste, was mir wirklich noch Spaß macht, das wäre halt wirklich der Hafen oder so Clubs, wo so entspannter ist. Nicht, also ich ziehe mich schon gern, oh, um Gottes Willen, darum geht mir es gar nicht, sondern einfach das Klientel war in meiner Zeit schon so, das hat mich teilweise auch gewidert, vielleicht war das auch deswegen, wisst du, wenn ich zum Beispiel an der Hafe gehe, du könntest in den Schlafanzug hingehen, weil die ja alt drauf sind, ist ja Jo, okay. stimmt. Ja, aber du Stimmt. könntest im Ja. Schlafanzug hingehen und die, weil die stehen dann immer, weil ich ja so klein bin, ja, und dann, weil du gehst, meistens war ich da immer in Vans oder so, dann, ne, die sehen immer diese Vans Old School und so, und dann habe ich mir die irgendwann auch gekauft und dann war ich da halt auch in Hotpants und Top und so, wie die halt alle so ein bisschen sind, aber nicht ganz so nackig, ne, also nichts Durchsichtiges. Weil ich wollte jetzt nicht, dass man mal Arschbacke sieht, ne? Also kleine Hotpants, die ich eh ohne Speckchen, aber die haben ja dann Strings on, und Röcktop drin und lauter so ein Kral. Das ist halt so mein Ding. Auf jeden Fall. Und dann, aber die Frau dort, wenn du doofs Klo gehst, dann sind die halt da voll süß. Weißt du? Die waren dann, oh, du bist ja so eine Süße. Oh, wie klein du bist, wie groß, oder wie klein bist du eigentlich? Weißt du? So, aber die reden normal mit dir. Die haben dich, die waren halt zum Beispiel so, oh, da hatte ich noch die dicke rote Haare. Und dann die immer zu mir gesagt, oh, kann ich mal deine Haare anfassen oder so. Weißt du? Also so menschlich. Nicht Ja. so. Ja, weil wenn du zum Beispiel eine Nachtschicht, dann gucken die dich so, oh, so, wie Ja, siehst denn gut, du das heute war aus? bei uns auch. Ja. Ja, aber deswegen, da habe ich schon keinen Bock mehr. Weil Ah, ich uns denke hat mir das doch so, gar nicht ey, jeder ist gejuckt. doch dort zum. Ja, aber ich denke mir, man muss das überhaupt sein. Jeder ist doch zum Spaß, du. Wenn du mich doch nicht schön findest, dann guck gerade in die andere Richtung. Ist doch eh dunkel. Also, weißt du, was ich meine? Ja, und das Ja, war aber immer ich so ein glaube, das ist bisschen, das hat mir dann normal. nicht so. Echt? Also, nee, ich guck doch keiner Ja, an, weil gut, ich denke aber ich dann immer, sag ich mal, bin bei mit meinen Drum and Freunden Bass do. war das jetzt gar nicht so. Ja, genau, weil du die Und bei Leute auch Techno anders auch sind. nicht. Das ist meistens bei, ja, Techno, du weißt ja auch, davon rede ich Ja, ja. ja. Ja, aber bei Hip-Hop und bei so Ja, das Tiffany, stimmt. wette ich mit dir, wenn ich jetzt ins Tiffany gehe, in, Ajo. okay, heute sind die Zeiten sowieso anders, weil in den meisten Clubs, wenn ich, egal wo du hingehst, die sehen ja alle gleich aus. Und das Ding ist, die gehen meistens
in so Wie sehen Turnschuhe. denn die halt aus? Ja, alle. Egal, ob du Hip-Hop, Tech, also Techno ist nochmal so, an so Festivals ist es nochmal anders, aber am besten ist immer enge Jeans, Turnschuhe, ohne Top. Also bauchfrei oder ohne M oder so. Sonst, die sehen alle gleich aus. Die haben ja alle dieselbe Frisur, weil die haben ja alle Balayage oder Strähnchen, verlaufene. Da gibt es bestimmt ganz viel Sachen, aber ich weiß jetzt nicht. Aber die sehen alle gleich aus. Alle aufgespritzt, die Gosch, alle durch die Haare, also die Haare nur hingezogen, dass es so foxy ist, so. Und was weiß ich, dann sind sie ja noch 10 Jahre jünger, da haben sie jetzt ja nicht so Haarringe oder so. Aber weißt du, was ich meine? Wenn du guckst, das ist nicht wie bei uns, weißt du, so, wo wir jünger waren, ah, der eine hat Kleider, der andere hat Jeans, die Urschel war zum Beispiel eher so Chillemille oder so. Nein, die sehen alle gleich aus. Wenn jetzt das im Trend ist, dann laufen die alt so in den Club. Ekelhaft Ach du eigentlich. Scheiße. Ja, also ich sah immer anders aus. Ich weiß noch, Ja. eine Zeit lang Tja. habe ich mir Netzstrumpfhose gekauft und die habe ich aber als Fischernetzstrumpfhose. Oberteil auch gezogen. Ja. Also Ja. wirklich so Netz, ein Ja. Loch Und reingeschnitten, Loch ja, genau, und dann so reingeschnitten die Ärmel so. und dann so, ja. Oh Ja. Fischernetz. Gott, ich war immer Ja. ganz verrückt Ja. angezogen. Also immer Ich weiß ja noch, auffällig. Emo. Emo, ich bin Emo nicht in den Club reingekommen und das verstehe ich bis heute nicht. Aber ich glaube einfach, der Türsteher hat mich gesehen und also war einfach, glaube ich, der Nasefaktor hat ihm nicht gepasst. Ich weiß es nicht, weil Ja, meistens. es gab keinen Grund. Ich war auch ständig angezogen, ja, also wirklich, ich hatte Kletsche an. Das war so schwarzes mit so Blümelchen drauf und so. Also da habe ich ja noch, das habe ich in Variationen als Kleid, als Jumpsuit, als kurzes Röckelchen, so, ne, also ich habe das in mehrere Variationen, ich glaube, ich habe das alles noch. Auf jeden Fall, den Jumpsuit kennst du, Jenny, das ist so ein schwarzer mit so pink-rosa Blume drauf mit Spaghetti-Träger und so war das Kleid. Egal, auf jeden Fall war das aber so frei und ich hatte dann so die rosé-goldene Keilabsätze, oh, die Hohe, die kennt ihr, die hat ja schon auf deinem Geburtstag auch und so. Auf jeden Fall, dann sagt er zu mir, ich schwanerei, für dich heute nicht. Was? Ich war so, Hä? ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Wo warum. war Also, das? das war vom Schneckehof. Okay, ich hatte schon zwei, drei Gin Tonic Intus, aber also das war ja, da hatte ich öfters gesoffen. Also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so oder so frech war Ja. oder gar nichts. Ich habe ganz normal schlank gestanden, wie jeder andere auch. Dann war ich an der Reihe und dann sagt er zu mir, wie gesagt, ich war braun gebrannt, bisschen Glitzer noch drauf gemacht im Sommer, ne? So, wenn ich braun war, ein bisschen so goldenes Glitzer. Ganz normal, ich war geschminkt, ich war ordentlich, ich war nicht rumgepöpelt, gar nichts, sagt er zu mir, für dich heute nicht. Und dann wurde ich halt frech und dann haben die mich natürlich direkt weg, ne, also klar, also dann durfte ich eh nicht mehr rein. Aber es gab Aber keinen Grund. Ja, ich habe dann gefroht, habe gesagt, ja, okay, alles gut, ich gehe weg, aber ich würde gerne mal wissen, wieso, was habe ich denn falsch gemacht, weil ich stand jetzt so, ich habe nicht gepöpelt, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur gewartet. Gut, vielleicht war ich ja zu schick mit dem Kleid. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, für dich heute nicht. Und es ist ja ganz selten, weil ich habe noch nie erlebt, dass eine Frau nicht nein kommt. Im ja. Gegenteil, weil die lassen ja immer mehr Frauen nein wie Männer, damit mehr Frauen drin sind. Also, Ja. wische. Weil wenn zu viele Männer drin sind, fangen die ja blöd zu werden. Und deswegen ist ja im Club immer mehr Frauen. Ist ja schon immer so. Ja. Nein, da hat mich nicht neigelost. Alles, die mussten dann, die anderen haben dann gesagt, ja gut, dann gehen wir auch nicht. Also wir lassen dich jetzt nicht durchstehen, ja. Also wir waren zu dritt Das oder haben zu wir auch viert, ich weiß alles gar nicht. gemacht. Entweder alle oder gar keine, Aber mir gell? ist das noch nie passiert, weißt du, wie schlimm das für mich war. Ich habe gedacht, hä? Weil ich habe gar nicht kapiert, wieso. Also wenn ich jetzt noch frech gewesen wäre oder so, hätte ich alles noch verstanden oder wenn ich schon gekotzt hätte oder so, dann verstehe ich das, weil die dann sagen, ey, die kotzt du jetzt schon, dann lasse ich die jetzt nicht noch weiter saufen. Ist ja irgendwo ein Schutz. Hätte ich noch verstanden, aber es war wirklich nichts. Ich schwöre es euch hoch und heilig. Das war einfach, dem hat mein Nas nicht gepasst oder was weiß ich. Fertig. Durfte ich nicht, nein. Komisch. Nee, also bei uns. Okay, gut. Es hat schon gäbe, wenn man zu besoffen, also irgendjemand zu Ja. besoffen war, dass dann Käse hat, ne? Oder wie gesagt, am Anfang, wo wir das Problem im Ausweis hatten, weil wir keine hatten, ne? Aber sonst, gut, wo es Probleme gab, schon immer mit Männern, ne? Also, ja, Ja. wenn wir nur als Frau waren, war es nie ein Thema. Aber mein Ex-Freund war ja Türk, das war ganz schlimm. Also zum Ja. Teil bist du dann doch gar nirgends reinkommen, außer, ich sag mal, bei Hip-Hop waren ja viele Türke unterwegs, da war es kein Problem. Also du sind eigentlich immer alle reinkommen, weil die Türsteher ja auch meistens Türke waren, dann haben die sich eh gekannt.
Oder mit dem Dommer ist es halt ein Problem, weil das so breit ist, so muskulös, ne? Also du hattest Armo was. Wie ich dann 18 war, war mein damals mein Ex-Freund, mein allererster Freund, der war ja dann, der war 2 Jahre, der war schon 20. Und dann sind wir auch irgendwie nur mit dem und so eine türkische Kollege, aber der ist leider schon verstorben, waren wir dann auch. Ja, der hat, glaube ich, Krebs oder sowas Oh gekriegt dann, je. ja. Also der ist leider schon vor ein paar Jahren verstorben. Ganz jung sogar. Also wenn ich jetzt 2,30 bin, der war vielleicht 2, 3 Jahre älter. Oh Alter, der Gott. wäre jetzt 1,35 gewesen oder Schlimm. das sind halt 5, 36. Aber der ist schon ein paar Jahre tot. Also auf jeden Fall, du gab es dann einmal Probleme, wenn die mit dabei waren. Also zum Beispiel, das war eine Nachtschicht. Und dann haben die auch schon gesagt, ja, es kann sein, dass man nicht reinkommt und so. Und dann habe ich gesagt, oh, ich will aber heute oben, würde so gern feiern. Und dann hatte man Probleme, wir haben dann aber doch irgendwie noch einmal reingekriegt. Ich weiß es nicht, irgendwie war du was. Und wir sind dann, glaube ich, dann sind wir, oder ja, irgendwas war noch, wo wir auch nicht reingekommen sind. Du sind wir dann woanders noch mal hingegangen oder so. Also, ja, und Pflaumenbaum war ich auch, aber ich war nicht zum Vorglühen, du. Und was bei mir halt schlimm war, die wollten halt meistens all bis 6 Uhr oder so bleiben. Oh, und ich war um 2, habe ich schon angefangen, miet zu werden. Ich habe gesagt, oh, habe ich schon angefangen zu quengeln, so, wann gehen wir? Ja. Ja, aber gut, wir waren dann so um 11 tot, das war ja schon relativ früh. Das ist ja eigentlich noch früh. Ja, Ja, und Ayo dann ist so um es früh. 2, aber ja gut, aber ihr müsst euch vorstellen, ich war da halt nicht zum Saufen. Ich habe da halt voll abgedanced, also ich bin da klatschnass als hinausgelaufen. Logisch, 3 Stunden später war ich natürlich fertig. Oder 4. Also Also ich spätestens so um sag mal drei, halber so, vier war Tuck. bei Drum and Bass habe ich auch nichts getrunken. Du gab es früher Aqua Joe, gell? Oder Water Joe hieß der. Aqua, Water Joe oder Aqua Nee, Joe? Water Joe. Das war Wasser mit Koffein. Das habe ich getrunken, aber wir waren Das gab es doch eine Nachtschicht in der in diesem, Flasche, ja. ja, das gab es in dem Kastedo, in dem, ja, so ein Automat. Wischedos Automat, Ja. ja. Also auf jeden Fall waren wir einmal bis morgens 5, 6. Ich meine, gut, wir haben auch, also zum Teil haben wir gesoffen, wenn wir jetzt bei Hip-Hop waren oder so, habe ich immer getrunken. Außer ich bin gefahren, selten vorkomme, aber amo vorkomme. Die Uschi ist öfter gefahren, gell? Ja, die hat eigentlich selten getrunken. Ja, ich brauche keinen Spaß zu haben, um. Also Ne, Alkohol, um ich auch Spaß zu nicht. haben. Aber, also ich weiß noch, ich muss gerade lachen, weil wir hatten ein College in Frankfurt als mit dabei, der war 8 Türk. Und es war so lustig, also im Gibson war das, ne? Du haben ja uns als so ein VIP-Tisch reserviert. Du hast dann müsse aber so 300 € Belvedere-Wodka-Flasche nehmen oder so schon. Das haben wir uns dann aber geteilt durch alle, wo du dabei waren. Und der war halt der einzige Türk. Und dann hat der Ende immer gesagt: Zieh kein Gürtel an, zieh kein Kett an, zieh das nicht an, zieh dies nicht an, wische, dass es, zieh dich anständig an, nicht wie so ein Kanack, so noch, so gesagt, ne? Ach Gott, das darf man jetzt wieder nicht sagen, ne? Ach egal, ich bin auch Ausländer, ich darf das. Auf jeden Fall war das so witzig, weil der immer voll das Geschiss gemacht hat und dann kam der, also der, wo das gesagt hat, mit so einem Plussong mit pinken Blumen drauf. Ist es so ein Plussong mit so pinken Blumen und der war eh so da. Also, du aussehst wie so ein Schwuchtel. Auf jeden Fall dann der Türk so: Alter, du sagst zu mir, ich soll kein Gürtel, nicht das und du siehst aus wie die größte Schwuchtel oder was? Jetzt komm mal wegen dir nicht. Nein. Seid ihr da Wir haben uns Neikum? kaputt. Wir sind reingekommen. Na jo. Boah, ich sah das, du warst was Gebote. Ja. Boah. Und vor allem bei uns Ja. in der Zeit waren ja viele auch wirklich mit Droge unterwegs. Also die weggestruft waren ja auch einige. Ich meine, das war nie der Fall. Also Alkohol, fertig. Aber du waren die leider auch schon. Also ich kenne auch einige oder damals kannte ich welche von der Berufsschule, die dann wirklich hängen geblieben sind. Ne? Also die dann so einen Tick hatten, so. Oder sowas die ganze Zeit so mache. Oder. Ja gut, die, wo jo ziehen und so, die schniefen ja immer so. Boah, furchtbar. Ja, das habe ich schon, das erkenne ich auch von weitem, wenn die sowas gemacht haben. Also ich wollte früher in unserer Hip-Hop-Zeit immer nur tanzen. Also ich war nie so püpsche, wo sich dann an die Wand Ja, hingestellt nie. hat, nur damit sie gut aussieht, sondern ich wollte tanzen. Also gab es für mich diese hohe Schuhe und Stiefelette und sowas, gab es für mich nicht. Ich hatte immer Turnschuhe, eine bequeme Sache für zum Tanzen. So, weiter im Das Text. stimmt. Ja, also ich sah mir damals,
war es schon auch schlimm mit Drogen. So ist es nicht, ne? Du, aber ich sah das so, wie es ist, als so, du Hafe, du gehst am allerliebsten hier. Also Ja. ist Hafe Loft, also es mag vielleicht das Verdruckste sein, aber du guckst, das juckt keiner, was du da treibst. Du Bestimmt kannst schon checken die auch machen. nichts mehr. Was sollen die da jucken? Ja, aber du gibst, deswegen wische ich, finde es halt immer so krass, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ich habe noch nie mitgekriegt, dass sich im Loft einer batscht. Also gut, ich war nur zwei, drei Mal, Weiß aber da nicht. ist nichts passiert. Da, oder hier im Hafen, da ist Flower Power, Love, alles Wische. Also bei so Partys, bei so Festivals, wo so Techno oder so Sachen sind, habe ich noch nie mitgekriegt, dass die sich klatschen. Ah ja, okay, die sind halt all, alles gut. Aber ganz ehrlich, da denke ich mir immer, jo, lass du doch. Also, lass du doch, mach. Ich meine, solange sie niemanden was machen, lass du doch. Ist so denn ihren Körper, wenn sie dann halt umfallen und sind nämlich do. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, aber es soll jedem sein. Ich meine, wenn ich mir halt nach die Kugel gebe und ich bin morgen nicht mehr durch, ist das ja auch mal, ich sag, weißt du, was ich meine? Ich habe dann, Ja, ich sag mal ich. so, das Ding ist, gut finde ich es nicht, weil, wie gesagt, ich Nee. kenne viele Leute, die wirklich hängen geblieben sind, die ihr Leben komplett ruiniert haben dadurch. Klar ist es jedem seine Entscheidung, aber definitiv ist es ja auch irgendwo geduldet. Also Ja, ich aber weiß ich. nicht, wenn ich Nee, nee. was wirklich verdiene will, also wenn ich was verbiete will, kriege ich es auch verboten. Aber an diese Geschäfte verdient ja jeder mit. Ja. Deswegen ist es ja irgendwo, Wäsche so Ja, wahrscheinlich aber ich denke geduldet. Ich mir weiß halt es so, nicht. egal wo du hier hörst, überall wo Alkohol mit im Spiel ist, kommt öfters ein Klatsch oder irgendwas zustande oder wo so Messerstecherei oder. Ja, das Also ich rede stimmt. jetzt hier von der Stadt Mannheim, ne? Was ich hier so mitkriege. Also ist dann eher in der Region, wo die saufen und machen und tun und so Hip-Hop-mäßig, eher so. Jetzt früher, jetzt ist so, weiß ich gar nicht, ob es jetzt so krass Hip-Hop getrennt alles noch so gibt. Ich Weiß auch weiß es nämlich, nicht. ich bin da Keine nämlich im Ahnung. Game, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du kriege ich dann eher so eine Sache mit, wie bei deiner Verdrogte, wo du in der Ecke hocken, zwischen, also gut, wenn dann noch bei deiner Nase zieher, du, weil die ja dann so einen Ego-Push kriegen. Und wenn du Arschloch halt als Mensch bist und kriegst, ziehst du dann durch die Nase und bist dann noch Puffer, weil du jetzt. Ist es so, die kloppen sich dann vielleicht Amo, aber so die, wo kiffen oder du so Pilze schmeißen oder so, die sind all, yibbi, die sind, ah, du bist so schön, lass dich mal drücken und dann laufen sie weiter. Alles gut, sollen sie machen, finde ich super. Also, ist es so, solange ich das, also ich muss es ja nicht machen, ist es so. Und solange die so Friede, Freude, Eierkuchen Naja, es kommt verbreiten, drauf sollen sie an, das was sie machen. nehmen, ne? Also die Ja, Ende, die ja. werden ja total hibbelig, ne? Sagen wir du, die wo Ah, ihr. die tanzen dann, ja, Aber die drehen wie? dann durch, ja. Und Aber alles Kaugummi. gut, die. Ja, aber die sind wenigstens noch witzig. Aber trotzdem kommen Kenner und pöbelt. Also in der Nachtschicht hatte ich auch Und schon dann oft, diese dass die Aache noch Fälle dazu, sahen. wischst du so die Aache und dann. Ja, gut, so krass habe ich das jetzt noch nicht mitgekriegt, aber ich Boah, finde halt so, Schalima. gerade im Hip-Hop-Bereich, wenn du do ein Mädchen zu lang angeguckt hast, und es sei jetzt nicht immer, weil du jetzt denkst, Ja. was eine dumme Bitch oder so, sondern. Nur mal Beispiel, ich habe auch manchmal andere Frauen auch geguckt, weil ich gedacht habe, boah, ist die hübsch oder oh, Ja. die was, weil die was Schönes Ohr hat, so oder so. Und dann gucken die, brauchst du Passbilder oder was, ey? Mich ist Ja. so, wo ich mir denke, Scheiße. nee, sorry, dass ich dich jetzt halt schäf fand. Also, ich habe mir da jetzt gar Ja. nichts dabei gedacht. Und so denke ich mir halt wieder, wische. Und wenn du an die falsche Adresse kommst, Ja. dann geht's Ich schon kenne los, Leute, wische. die haben gesagt, ah ja, gell, wenn ich Fratzengulasch hab, Samas. Das gab's. Ja, gut, ich war halt nie, weil ich da nicht mitgemacht habe. Ich hatte da nicht so Freunde, die das gemacht haben. Ich habe das erst, diese ganze Szene erst so, als ich dann immer am Hafen war mit meinen 25, habe ich das dann immer so mitgekriegt. Ja. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist echt krass, wo Also Silvio ich hat. sage mal so, Ich ich wusste habe nicht, das dass nie man da so gemacht. kaut oder schnuppt oder. Ui, ich habe das nie gemacht, überhaupt nie. Aber ich muss sagen, zu meiner Generation hat das zu 90% jeder gemacht. Jeder. Also wenn du auf Techno oder auf Drum Bass unterwegs warst, dann war das total normal, dass du irgendwie jeder drauf war, egal auf was. Ob du jetzt einer durchgezogen worden ist, ein Ticket, ein Pill, a dies, a das, aber irgendwie waren die alle durch. Ne? Also ich war da immer die, also fast einer der Normalsten, waren mir jetzt, sage ich mal. Ne? Ja. Also da waren auch, Ja, also gut. die sprich auch, Applaus für den Frosch in Grün. Und dann hat jeder geklatscht.
Charlie, mal, ich schwör's dir, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nee, also weil ich muss halt dazu sagen, wie gesagt, Oh. mit so Droge in Berührung jetzt nicht selber, aber dass andere welche genommen haben und ich habe es gesehen, ist halt erst vor 5, 6, vielleicht höchstens 7 Jahr. Ne, so lange ist es noch nicht her. Doch, 7 Jahr vielleicht. Ist es so erst her, du warst so 25, 26. Jetzt musst du dir mal überlegen, es ist ja noch nicht so, wische, Ja. davor war ich nur dafür, also ich bin nur damit nie in Berührung gekommen, weil ich mich von so Leuten gar nicht, welche durchs Tanzen hat es niemand gemacht, und ich war ja nur mit denen Leuten zusammen. Und dann, klar, jetzt habe ich es bei anderen gesehen, habe es dann aber auch nicht mitgemacht oder so, aber ich bin dann auch erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sowas ja noch nie gesehen habe mit meinen 26. Und das, ich weiß, das klappt mal keiner, aber ich kann euch immer Bilder zeigen, wie ich vor 25 aussah. Und ich war da halt wirklich so echt, das siehst du in meinem Gesicht. Die Jenny hat die Bilder schon von mir gesehen. So Richtig Mauerblümchen. grün. Ja, Mauerblümchen, aber so, du siehst das Grüne hinter meinen Ja. Ohren noch so. So, weißt du, und jetzt sieht man ja, okay, sie hat schon das gesehen, sie hat das schon durchgemacht. Ich meine, ich bin jetzt auch noch so wie, also man sieht es, aber weißt du, was ich meine? Und deswegen, also jetzt sieht man dieses Aber ich sah das bei uns, waren eher die wie sie auch. Leute, also du hast müsse gar nicht fortgehen, aber in der Berufsschule hatte ich schon die Leute. Also da war einer, der hat mit dir gerettet und hat er gemacht. Ich schwör's dir, Schadi mal. Was ist denn, mach noch irgendwo was? Der Was hat ganz soll das sein? normal mit dir geredet und gesagt, wir waren nur bei einer Versicherung. Und also was heißt bei einer, also ja doch, so Versicherung, die hat uns so aufgeklärt, wenn du jetzt im Berufsleben bist, was muss man Haftpflicht, für was ist es gut und so, ne? Und dann hat er, was weiß ich, gesagt, also ist ja gut, so wie sie, ne? Und er geredet, ja. Oh nee. Doch. Und der andere, der hat, dem sein Vater war Arzt, der hat nur da gestanden. Die waren wirklich, ja, da waren voll viele Durst. Das war Jessie, oder? Ja. Da hast du ein bisschen nicht Ne. großartig Sorry, du hast gerade eine fortgehen. Stechmücke. Du hast gerade eine Oh Stechmücke, je. deswegen. Ja, deswegen haben wir so eben so blöd Na, wie gemacht. gesagt, die endet dann. Applaus für Also den nicht, dass Frosch ihr in denkt, ich habe Grün. Zugunge hier. Ja. Oder ich Applaus für weiß den auch nicht, aber Frosch die in hatten. Grün. Ja. Froh, Okay. die hatten aber auch Sprichstruff, gell? Ich weiß nicht, ob das durch die Droge war oder was. Auf jeden Fall, also so auf so Sache bist du gar nicht gekommen. Da gab es das so, weißt nicht, so, wie hießen die da, die Tamagotchis oder was es ist, wohin genau? Ja. Die haben dann gesagt, wohin genau? Ja. Nur. Okay, ja, nee, also du kann ich gar nicht mitretten, weil so Aktionen habe ich schon nicht gesehen. Also ja, ich habe schon mal jemanden gesehen. Oder sagen wir es mal so. Ich war nicht mit dem nicht wirklich zusammen, aber wir waren irgendwie so 1,5 Jahre nur, er und ich, aber wir haben es nie benannt, so. Auf jeden Fall, und das war auch so, das war vor 5, 6 Jahren, ja, 6 vielleicht, auf jeden Fall, aber der hat auch Droge genommen. Ich habe das zuerst so gar nicht geschnallt, ne? Und ich habe oben bei dem übernachtet. Und das war nur im Hafen. Und ich habe das gar nicht, wie gesagt, ich wusste nicht, dass der das macht, auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich ja noch nie mit jemandem so in Berührung war, wusste ich nicht, wie die reagieren. Ich Dann sehe habe ich den das. oben, was? Ich sehe das, wenn jemand was nimmt. Ja, aber ich wusste Egal das nicht. was, also auf Nein, aber Meter ich. Entfernung. Ja, aber ich wusste das nicht, wisch, und dann habe ich irgendwie ein bisschen Panik gekriegt, weil der war eigentlich witzig, aber so, der hat dann auch nicht geschlafen und ich wusste nicht, dass man davon nicht schlafen kann, so Nur, manche ja. Substanz. Ja, das sieht immer wie naiv ich war, weil ich das gar nicht kapiert, ich wusste gar nicht, was so abgeht. Dann habe ich ein Video gemacht von dem, weil der hat so ein Bett gehabt, wo der Fernseher so hochgefahren ist, so ein kleiner raus. Und dann hat der da hinne dran, weil der nicht schlafen konnte und so, und dann hat er so so Sache gemacht und so gedanced auf Musik dann aber wenigstens noch. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, jo, der hat gesoffen. Ne? Ich habe mir gar nichts mehr. Und dann ist der einmal so hin am Fernseher, so die Treppe, wie wenn er die Treppen runtergeht, so wie ich hat sich so Oh versteckt. nee. Und ich schwöre, ich habe das alles aufgenommen. Und dann habe ich das einer Freundin geschickt, die auch selber Droge nimmt, genommen hat. Zu der, oder weiß nicht, ob sie noch, hab keinen Kontakt. Auf jeden Fall, dann macht sie, oh mein Gott, das ist sowas von drauf und so. Und ich wusste das alles gar nicht. Dann hat die mich nochmal angefangen aufzuklären. Ich bin ja verschrocken, dann hat der mir mal erzählt, was er alles genommen hat. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich wusste das alles Deswegen gar nicht. gehen die ja auch auf After-Hour normalerweise. Ja, und dann hat er neben mir gelegen mit offener Arme und ich habe gedacht, was ist los mit dem? Ich habe das gar nicht kapiert. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Welches so Ja, richtig dumm.
Keinerlei, die gehen, sind dann heim und haben weiter gedanced daheim. Ja, da bin ich also ins das C4 auf der Arbeit. Wo waren die? Im Excelsior Hotel. Das Hotel, gell? Ja. Ja. Manche sind auch schon nur auf die After Hour, ne? Das gab's auch, ne? Ja, also Emo, du warst im Flau. Also pass auf, da haben wir angefangen im Hanefass. So. Dann sind wir. Du hast ja so einen Typ und der hat mich du irgendwie stehen lassen. Also der hat du irgendwie Streit mit mir an dem Abend gezettelt, weil er irgendwie kippt. Ja, erst ich habe gesagt, ich gehe in die Nachtschicht. Und dann macht das so, mit wem? Und habe ich gesagt, ja, mal gucke, vielleicht, ich weiß, du sind ein paar, ich treffe du bestimmt jemanden. Nee, ich soll nicht allein gehen, dann soll ich mit ihm gehen, dann mit seinen Freunden. Okay, dann bin ich ins Hanefass. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich was trinken? Ich schlafe hier bei dir, oder? Dann, ja. Dann habe ich was getrunken. Auf einmal hat er voll eine Spache gekriegt. Dann hat er gesagt, nee, du fasch, nee, ich will nicht, dass du do bleibst bei mir. Dann ging du natürlich nicht, noch 10 Uhr zurück, 22 oder so, volles Geheule los, alles weiter gesoffen, mein Auto nicht mehr gefunden. Dann ist er, bin ich ins Taxi, hin und gelaufen, Taxi, währenddem ich die Hand drauf habe, hat er gesagt, fahr, fahr, fahr. Ich mit meiner Hand noch am Taxi hin und nur Oh gerannt. Also Gott. lauter so eine Scheiße, voll gesoffen, heimgefahren. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wegen Droge und Pflaumenbaum und so. After Hour. After Hour, ja genau, Achtung. Dann steh, dann wusste ich nicht, wohin. Dann habe ich da gehockt und geheult. Dann haben mich irgendwelche wildfremde Leute da angesprochen, weil ich mein Auto hier nicht mehr gefunden habe. Weil du musst dir vorstellen, du hast Hanefass und so ein Stück weiter ist ja da schon ein Pflaumenbaum. Ja. Du, aber wir haben irgendwo, wenn du von hier, wenn hier der Hanefass ist und du laufst noch so ein Stück nur nach, irgendwo da in so Seitegasse, in so einem versteckten Parkplatz. Ich wusste nicht mehr, wo das ist. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo ich hinlaufen soll. Dann sind wir da alles abgelaufen, wir haben das Auto nicht gefunden. Das war jetzt ja kein kleines, das war der A5, ja. Ich habe das Auto nicht mehr gefunden. Dann sind die auch mit mir in so eine Absteige da. Du warst 9, 6 Uhr. Du hast genau gesehen, wer da drin hockt. Nur solche da. Also, ja, so welche da. Also da habe ich auch gedacht, oh ne, das ist gar nicht meine Welt, ne? Also da war ich auch noch nicht so Techno. Da war ich echt noch so der Hip-Hopper. Da habe ich noch gedacht, oh, das ist jetzt so gar nicht mein Fall, was soll ich denn jetzt machen, ne? Dann bin ich halt so geblippt, weil ich musste ein bisschen ausnüchtern, dass ich fahren kann. Aber ich sah, das hätte mich da in der Ohr gehalten, ich hätte sofort den Führerschein weg gehabt, weil allein schon. Also ich habe so Scheiße gemacht. Ich habe andere Scheiße gemacht. Ich bin dann so voll so auf heimgefahren. 30, aber muss ich Also das habe bedenken, ich nie gemacht. über 30 Kilometer. Also Ja, das habe das, ich, aber das habe ich, nee, aber das hab das ich habe ich zweimal in nie meinem Leben gemacht. gemacht, macht nie wieder. Nee, ich habe das nie gemacht, weil ich habe meine Führerscheinprüfung dreimal gemacht, bis ich bestanden hat. Und da war mir das immer zu heiß, dass ich meinen Führerschein abgeben muss. Das weh, das kam für mich nie in Frage. Also wenn ich gefahren bin, habe ich keinen Tropfen getrunken. Also bis heute. Ich meine, jetzt trinke ich eh kein Alkohol mehr, aber nee. Ja. Ja. Aber ja, wenn man jung Ja. ist, dreht man manchmal schon Dinger, ne? Ja. Ja, also ich habe jetzt zwar jetzt nicht so viel exzessiv, aber ich habe dann so blöde Dinger gedreht, welche vielleicht im Vergleich zu euch oder so. Total unüberlegt. Würde ich heute Anime machen. Den halt du hocke bleibe noch eine Stunde, zwei, den in den Bäcker gehe oder so. Also ich kann ja mal, weil du jetzt das gesagt hast, zum Abschluss zu der Folge kann ich ja mal noch eine Story erzählen, hier aus der Umgebung. Und zwar waren das, also das waren Leute, ich weiß nicht, 20 Uhr sind die auf der Weiherhof gegangen, ne? Und die hatten auf jeden Fall einer gequalmt, ne? Und auf Gequalmt. jeden Fall sind die dann halt ins Auto und sind gefahren. Soll man ja auch nicht machen, aber gut, so. Und die sind rückwärts durch die Kreisel gefahren. Und auf einmal ist ja jemand drauf gefahren, ist halt ein Auto In gekommen, ne? Grünstadt, am Nee, Maxi Autohof. m-m, Ah, bei okay. Kibo. Ah, Auf okay. einmal sind die total weiß geworden, ne, im Auto. Scheiße, oh Gott, jetzt kommt die Polizei, was soll man machen? Ich bin tro, die nehmen mir den Führerschein ab, meine Eltern bringen mich um, dies und das, weil ich meine, vom Weiherhof waren ja auch immer ganz gut, die waren auch gut betucht, sag ich mal, die Leute, ne? Und schon total die Panik, sind nicht ausgestiegen, sind im Auto hocke geblieben, ne? Auf einmal kommt die Polizei, klopft an die Scheibe, der Typ, es war ein Typ, ne? Die Scheibe runter. Der Polizist, sind Sie ausgestiegen? Macht er, ne? Ah, Gott sei Dank, dass Sie das nicht gemacht haben. Das Arschloch da hinten, also Arschloch hat er nicht gesagt, aber der Typ da hinten, der ist hier so besoffen, der hat behauptet, dass Sie rückwärts durch die Kreisel gefahren sind. Und dann hat er gesagt, Allah, Sie können weiterfahren. Na, oder?
Doch, ich schwöre, das ist wirklich vor Frohdi Jessi. Das war Oh so mein Story, die ging Gott. bei uns voll rum. Ja. Ey, das war ja aber wirklich Klick im U-Klick dann. Aber Ja. richtig Klick im U-Klick. Ja. Ja. Also so viel zu unserer Party-Vergangenheit. Party Die Jessie muss nämlich fort. People. Ja. Also wenn es dazu irgendwelche Kommentare gibt oder ihr was berichten wollt, gerne, gell? Es war wieder schön mit euch. Und einen Yes. schönen Abend. Bis dann. Servus, Goodbye. Good night. tschüss, Sleep Alarm. well. Good night. Ciao.